Jugendgang terrorisiert die Kleinstadt Heide in Schleswig-Holstein. Gewalt unter Jugendlichen hört nicht auf. Private Handyaufnahmen zeigen eine Massenschlägerei am Bahnhof in Heide. Eine Gruppe Jugendlicher geht auf zwei Jugendliche und ihre Mütter los. Sie beschimpfen, schlagen und treten. Eines der Opfer erzählt Bild, er sei plötzlich angegriffen und geschlagen worden. Dann wurde ihm brutal ins Gesicht getreten. Es ist bereits der zweite Angriff auf ihn innerhalb von wenigen Wochen. Beim ersten Mal haben sie seine Jacke, Schuhe und sein iPhone gestohlen. Er wurde verletzt und mit Blutergüssen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses Mal kann ein Bahnmitarbeiter einschreiten. Er versucht zu schlichten. Ein Polizist greift ebenfalls ein. Die Situation beruhigt sich etwas. Solche Vorfälle sollen fast wöchentlich in Heide passieren. Die Jugendgang, bestehend aus mehr als 10 Mitgliedern zwischen 14 und 18 Jahren, überfällt, bedroht und schlägt hauptsächlich junge Opfer. Aus Angst vor Rache und einem erneuten Angriff werden die Täter kaum angezeigt. Doch diesmal kommen sie nicht ohne eine Anzeige davon.